Willst du mal Kinder? Ja. Wo war dein letztes Mal? Irgendwo draußen. Okay, also wenn ihr wollt, machen wir eine kleine Speed-FAQ-Runde. Ach krass, wir haben schon wieder 108.000 Abonnenten. Wahnsinn. Wow! Oh, jetzt bricht's jetzt. Oh Gott, das fällt jetzt runter. Warte. Oh! Jetzt bricht's jetzt zusammen, Leute. Du musst live behalten, wenn ich das hier wieder aufbaue. Das ist jetzt wirklich bitter. Hier ist gerade komplett das gesamte Haus ist jetzt in Schräglage. Und jetzt wird's gerade, das ist hier wirklich ein wahnsinniges Erdbeben gerade mitten in. Das kennt man doch sonst von Madeira. Ja, ist wirklich so. Und jetzt ist es einfach hier, es ist hier und wir versuchen die Kontrolle zurückzugewinnen. Aber es ist gerade alles wahnsinnig schräg. So, wir haben, genau, normalerweise essen wir ja am Anfang des Streams immer. Wir haben heute gesagt, wir machen das nach dem Stream, weil es eine chillige Runde ist, kleines Bierchen hier so, deswegen alles bisschen entspannter. Und ja, wir machen ab nächsten Montag wieder einen größeren Stream, wo wir dann feste Gäste haben, wo wir ein Thema haben. Wir haben auch schon Ideen für Gäste, so, also ist alles ganz cool. Und ja, genau, das machen wir dann nächsten Monat wieder, weil heute ist so der chillige Nachholstream. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der ersten Runde an. Sehr gerne. Fragen. Sehr, sehr gerne. Ist eine coole Sache. Komm, wir spielen wieder Schere, Papier, wer anfangen soll. Der Verlierer muss anfangen. Was du machst, ist Wallah haram. So einmal. Vielen Dank an Collar Paul. Okay, let's go. Okay. Ich muss anfangen. Du musst anfangen. Also wir machen jetzt wieder Speed-FAQ, das heißt, ich werde ganz viele Fragen vorlesen und Jonas muss diese Fragen beantworten. Viele Grüße an dich. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Augen zu. Ach nee, warte mal, wir haben andere Musik, aber die hier. Ah, ja. Augen zu. Mit wem hast du beim Drehen in einem Zimmer geschlafen? Unterschiedlich. Wann kommt die neue Staffel Krass-Klasse-Phase? 22.06. geht die erste Folge online. Wie alt bist du? Ich bin 24 Jahre alt. Hast du eine Freundin? Nein. Welches Handy hast du? iPhone, oh Gott, ich weiß es gar nicht genau. XS Max oder Max, auf jeden Fall, ja. Max. Willst du mal heiraten? Boah, ja, bestimmt. Sorry, die Fragen hier immer das gleiche. Kontonummer kannst du mal droppen, wenn du magst. DE. Welchen Geschmack hat Eistee, der Eistee normalerweise? Normalerweise, es kommt nur darauf an, also wir hatten bis jetzt jedes Mal einen unterschiedlichen Geschmack. Von Pfefferminz bis hin zu anderen spannenden Sorten. Wann warst du letztes Mal Friseur? Ganz kurz vor dem Dreh, also am Freitag vor dem Dreh, bedeutet es ist jetzt gut eine Woche her. Verstehe. Vorbei ist es, ne? Ich habe versucht, alles vorzulesen. Es sind immer zu viele Fragen und ich muss dann immer irgendwann pausieren. Deswegen die letzten kriege ich nie mit. Deswegen muss ich am Anfang schon alle Fragen mal rausballern, wenn das irgendwie funktioniert. Ne, entspannte Runde auf jeden Fall. Ich muss in 45 Minuten ins Bett. Ach krass, das sind noch so Zeiten gewesen, als man um 21 Uhr ins Bett musste. Ja, das kenne ich auch noch. Krass. Efikan 2110, viele Grüße an dich und auch dir vielen Dank, dass du jetzt schon so lange dabei bist. Das sind jetzt schon einige. Ich bin jetzt schon 3 Monate Sub. Das ist krass. Die 3 Monate Sub-Leute, die haben immer dieses krasse orangene Bild davor. Sieht nice aus, ja. Mega. Ja, dann würde ich sagen, bist du auch schon dran, ne? Mhm. Mit deiner Runde. Der Honigdachs, das wohl wahnsinnigste Tier. Und jemand, der 2 Monate schon dabei ist. Der Honigdachs hat vor Ich liebe den Honigdachs wirklich sehr. Luke 312, vielen Dank, ihr seid die Besten, sehr korrekt. Hatte ich dir eigentlich schon die Story erzählt von meinem Bruder, der tatsächlich mal einen echten Honigdachs gesehen hat? Ja, hast du erzählt, aber kannst du der Community nochmal erzählen? Es war auf jeden Fall so, genau, der war in Afrika, war in einem Hotel und dann hat ein Honig... Hat ein Honigdachs auf jeden Fall das gestürmt, das Hotel, und ist dann reingelaufen und so und hat da rumgeschrien, alles zerstört und so. Also ich weiß nicht genau, aber ein Honigdachs als Haustiere, das wäre schon ganz spannend. Auf jeden Fall. Ich wünsche mir auf jeden Fall, wo ich das gerade sehe, ich muss ja noch mein Zweitlingstier gleich vorstellen, wie ich das hier auf YouTube sehe. Ich habe das eben geöffnet und ich habe zu Jonas gesagt, hier, lol, auf der Startseite ist mein Zweitlingstier und das fand ich irgendwie so absolut lustig. Mhm. Fragen, ich würde sagen, 5, 4... 3, 2. Lieblingsmarke. Marke. Moonvibe. Wie heißt deine Rolle? Die heißt immer noch Cringe Team, beziehungsweise jetzt heißt die TJ. Haustiere? Habe ich keine. Willst du mal Kinder? Ja. Wo war dein letztes Mal? Irgendwo draußen. Anstoßen? Fragezeichen. Können wir gerne gleich machen. Das letzte Mal, dass du traurig gewesen bist. Ist schon, also richtig traurig, schon länger her. Welches Harry Potter Haus bist du? Safe Gryffindor. Was war dein erstes Auto? In Australien haben wir uns damals irgend so ein Kombi geholt, aber so richtig war es C43 AMG. Dein Lieblingswort?
Warte mal, es gibt so eins, es gibt so eines, ein Wort, das haben so Leute gesagt, das benutzt man nur wir oder relativ viel wir. Echt? Was war das? Aber es ist nicht Gott, nee, es ist nicht Gottverdammt, nee, warte mal, es ist Geisteskrank? Geisteskrank, ah, ja, genau, und die geisteskrank. Die, voll viele sagen immer, dass wir die Einzigen sind, die das Wort geisteskrank benutzen. Aber es liegt halt an uns persönlich, also ja, an unserer Störung. Ja. Lieblingswort M. Geisteskrank. Scheiße, das habe ich wieder richtig oft gesagt, wahrscheinlich. also,